Was geht ab YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, Smiley ist mit dabei. Ich habe richtig Bock. Wir haben heute ein paar Gerichte vorbereitet, die wir zusammen testen wollen. Wir haben einmal solche Yum-Yum-Nudeln, die wir frittieren wollen. Die sollten dann so aufpoppen, so wie Popcorn. Dann machen wir noch Kylie Jenners Ramen-Nudeln nach. Und zum Schluss machen wir noch Kartoffeln. Die schneiden wir dann, machen die so auf einen Spieß. Und die sind dann richtig nice. So. Bro, du musst mal Luft holen, während du redest. Du so blablabla. Wird auf jeden Fall nice. Wird auf jeden Fall nice. Ich weiß nicht, ob das Öl nicht jetzt schon wieder zu kalt ist. Ich denke, das Öl ist immer noch heiß, aber ich habe dir ja vorhin einen Trick gezeigt. Digga. Testen mal. Der Holzstab. Ich habe nämlich gelernt, wenn man den da reintut und das Öl heiß ist, dann bilden sich Blasen an dem Holzstab. Deswegen. Ja, das sieht auch gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus. Aber blubbert nicht mehr so doll wie vorhin. Nicht mehr so doll, aber wenn ihr das alles hoch... Holz. Holznudeln. Musst du nicht hier einfach auf Plus? Optimal. Guter Herd. Ich pack schon mal die Nudeln aus. Ja, werfen wir den ganzen Block rein? Nein, lass du erst nur eine einzelne. Aber ich will schon eigentlich direkt aufs Ganze gehen. Alles? Weiß nicht. Ich finde schon. All in. Ich würde das jetzt da reinfallen lassen und dann laufen wir einfach weg. Weil ich habe schon ein bisschen Angst. Ja. Die haben auch so ein ganzes Ding da reingeworfen. Das hat schon krass ausgesehen. Soll ich einfach mal? Aber vorsichtig nicht, dass alles ist so. Okay, und dann gehen wir weg, ja? Ja, wir gehen. Boah, da ist schon eine passiert, Alter. Okay, drei, aber zwei, lass die nicht fallen. Nee. 3, 2, 1. Okay, Abstand. Holy shit, what? Ich wusste, es ist eine gute Idee, alles zu machen. Digga, jetzt. Wie nehmen wir das raus jetzt? Das ist die andere Frage. Warte mal, Küche ist so verwirrend. Oh mein Gott, wenn das klappt. Heftig. Oh mein Gott, what? Wild, wild. Digga, pass auf! Du siehst, was Holz brennt. Das ist ein Vergleich. Das ist schon krass. Heftig. Wie krass groß die werden. Boah. Ist das heiß? Schmeckt lecker, willst du probieren? Schmeckt gut. Ja, ist geil. Lass zwei reinmachen. Gleichzeitig? Oder nicht? Doch. Okay, doch. Lass probieren. Nein, es läuft alles über. Das hat nicht funktioniert. Also macht nicht zwei auf einmal, Freunde. Das ist nicht so schlau. Ist zu viel, das ist gut. Wenn man das noch würzen würde, dann wäre das echt nice. Guter Snack. Aber ist die Frage, ist das gesünder als Chips dann? Aber kann man sich schon mal gönnen, so am Abend. Safe, ist auf jeden Fall was man mal nachmachen kann. Ja. Ist wahrscheinlich auch günstiger als eine Tüte Chips. Also ich meine, ihr kriegt so eine ganze Packung, da sind 5 so Dinger drin. Mhm. Also erstes Experiment ist geglückt, kriegt ein Go, oder? Kriegt ein Go, ja. Auf jeden Fall, also nice. Positiv überrascht. Lass uns da mal ein bisschen aufräumen, und dann können wir mit dem zweiten Experiment weitermachen. So Leute, wir machen jetzt doch zuerst die Kartoffel, die Ramen-Nudeln machen wir ganz am Schluss. Und ich habe noch etwas vergessen, meine schwarzen Handschuhe anzuziehen. Das werde ich jetzt nachholen. Ja, ich kann die immer noch nicht anziehen. Nein, zeig mal deine Hand. Oh, das stimmt, Alter. Wow, ja. Deine Hand ist zu groß. Was sind das für Kartoffeln? Digga, die Kartoffel ist fast so groß wie dein Kopf, Bro. What? Ich nehme die hier. Sie ist wirklich groß. Nimm auch eine Kartoffel. Ich glaube, ich nehme ein bisschen eine kleine. Mach nicht hier auf komplett mutig, sondern ich gehe auch auf eine kleine. Ja, aber du musst zuerst. Ach so, stimmt. Beiden Seiten abschneiden. Ja, du hast recht. Und das nicht zu dick dann. So? Ja, ungefähr. Und dann müssen wir ja so gerade schneiden. Genau. Und dann das Ganze umdrehen und dann schräg. Eigentlich ganz easy. Oha! Zeig mal. Wild. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh! Ich mach einfach weiter. Was hast du getan? Ja, mach einfach weiter. Ich tu einfach so, als wäre nichts passiert. Ja. Ey, warum ist es so schwer, das da durchzupieksen? Jetzt ist der Holzstab abgebrochen. Oh Mann! Ach komm schon. Rein da mit dir. Ich bin jetzt mit meinem auch fertig. Sieht schon richtig nice aus. Pass auf, Alter, nicht, dass du es auch kaputt kriegst. Das ist auf jeden Fall der schwierige Part von dem Ganzen. Ey, ich mach eine neue, Digga. Pass auf, beim zweiten Mal ist man immer besser.
Ich habe auch richtig Angst, so wenn du ausrutschst und. Und ja, so dieser Holzspieß, Digga, ja, ich will den nicht in der Hand haben. Ich auch nicht. Gar keinen Bock. Ey, ich frittiere die jetzt einfach, ja, weil ich will irgendwas frittieren. Ich bin hier, um zu frittieren. Ich denke, vielleicht ist das ein bisschen zu heiß. Tschüss. Wollen wir einfach trotzdem mal probieren? Ja, ja. Warte, komm, hier mal ein bisschen Salz darüber. Okay, ich glaube, die ist absolut nicht durch. Ist rohe Kartoffel giftig? Ja, sollte man auch schon nicht essen, aber wir können hier einen kleinen Bissen. So. Oh! Sorry. Nein, okay. Nimm die einfach. Ja, aber es ist schon, ist nicht roh. Es ist halt eine Kartoffel, eine frittierte, so. Also, da könnt ihr auch einfach Pommes machen. Ja. Pommes sind schon besser als ich weiß gar nicht, was das ist, so. Ich würde sagen, wir versuchen unser Glück mit den Ramennudeln. Ich denke, das kann nicht so schwierig sein. Ja, ich muss halt dazu sagen, ich mag halt Ramennudeln nicht, ne? Okay. Aber ich gebe dem eine Chance. Also, ey, ich hab bisher immer wieder, ne, immer wenn jemand gesagt hat, lass mal Ramen machen, ich war dabei. Aber ich mag es einfach irgendwie nicht so gerne. Es ist nicht mein Geschmack. Aber lass uns probieren. Lass probieren, Kylie Jenners Ramen. Gut, Leute, wir kommen zu unserem letzten Rezept für den heutigen Tag. Wir machen Kylie Jenners Ramen-Nudeln. Ey, ich bin gespannt, Alter. Hast du das Video angeschaut? Ja, ich habe mir das Video angeschaut. Ich finde, es sieht nicht lecker aus. Und ich mag Ramen nicht gerne. Und ja, ich bin nicht überzeugt. Ich mag Ramen. Ich würde sagen, wir testen das einfach mal. Ich gehe schon mal Wasser holen. Ne? Mach schon mal Wasser. Ich öffne in dieser Zeit die Ramenpackung. Aber mach nicht zu viel Wasser rein. Nur, dass die Nudeln bedeckt sind, oder? Genau. Und hier die Gewürzmischung. Perfekt. Ist der Induktionsherd nicht dafür bekannt, dass das so schnell kocht? Doch, Induktionsherd ist anders schnell. Aber wir können das noch beschleunigen, indem wir es zudecken. Lass ein Deckel. Okay, danke für den guten Tipp. Leute, immer wenn ihr Wasser aufkocht, ein Deckel drauf machen und es geht doppelt so schnell. Gut, das Wasser ist am Kochen. Ich würde sagen, let's go. Oh fuck, dieser Dampf ist so heiß, Alter. Huiuiui. Okay. Wir brauchen eine Kelle. Und dann, du bist der Chef, was passiert als nächstes? Ja, wir müssen jetzt warten, bis sich die Nudeln ein bisschen aufgelöst haben. Aber wir müssen doch das Eigelb trennen vom Eiweiß, oder? Nein, nein, müssen wir nicht trennen. Okay, komm, ey, lass das Ei da reinkloppen, ja, oder? Nein. Oh, dieser scheiß Wasserdampf. Ah. Jetzt rühren. Jetzt gib mal noch Butter. Wie viel Butter? So ein Stück. Nicht. Ach, echt? wo waren denn nochmal Messer? Ey, warum ist diese Küche denn so? Dort hat das Messer. Wo? Ah, nee, da. So eins wollte ich haben, so ein Buttermesser. Knoblauchpulver. Dann geben wir Gewürzmischung rein. Leute. Guck mal. So? Ja, ja, perfekt. Hast du Knoblauchpulver schon? Ja, habe ich schon. Gewürzmischung auch schon. Alles ist drin. Nein. Ja, ich würde sagen, ich glaube, die sind fertig. Ich glaube auch, ne? Okay, warte mal, wir haben doch hier so eine Zange. Lass die damit auf Teller tun, oder? Ich halte dir den Teller. Basilikum. Ich gehe uns Gabeln holen. Ja, okay, mach das. Boah, das sieht aber echt nicht schlecht aus, muss ich zugeben. Sieht nicht schlecht aus. Ich bin gespannt. Ich auch. Okay, ein letztes Mal heute, ne? Ja, ein letztes Mal probieren. Ich hab echt eigentlich... Du hast gar keinen Bock, oder? Nee. Doch, ich muss sagen, ich hab Bock. Es riecht richtig lecker. Es riecht nicht schlecht, das stimmt schon. Digga, warum kannst du so heiße Sachen essen? Ich find's lecker. Ich gebe eine 8 von 10. Auf Rahmen? Ja. Mit der Butter, die Butter kommt ja, die richtig Butter geil. Ist richtig nice. Oh. Crazy. Mhm. Eigentlich war ich schon ready dafür, so Anti-Props zu geben, aber das ist gut. Kann man nicht. Schmeckt gut. Geht echt nicht. Also, man muss ja auch fair bleiben, ne? Man darf ja jetzt hier nicht rumlügen. Also, ich würde mir nicht eine ganze Portion davon reinhauen, muss ich zugeben. Aber das liegt halt einfach daran, ich mag diese Art von Nudel einfach nicht. Ich mag die. Ist zu empfehlen. Wenn ihr Ramen mögt, probiert das aus. Auf jeden Fall. Also dann kann ich es euch auch sehr stark... Schnell gemacht. Ja. Ja, also das könnt ihr auf jeden Fall nachmachen. Die Kartoffeln, nehmt euch da kein Beispiel an uns. Aber Ramen, top. Kriegt ein Go. Ja, Leute. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss
Das war's mit dem Video. Checkt gerne Smileys Kanal ab. Er macht auch YouTube und Instagram. Checkt ihn ab. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Willst du noch was sagen? Ich wollte gerade Tschüss sagen, aber abonniert auf jeden Fall und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis bald. Tschüssi.